Das Stieglerhaus in St. Stephan ob Steins war Schauplatz der 5. Sitzung slowenisch-steirischer Zusammenarbeit. Im Rahmen des gemeinsamen Komitees Slowenien-Steiermark werden grenzübergreifend etwa die Themen Bildung, Soziales, Verwaltung, aber auch Katastrophenschutz, Hochwasserschutz oder Wirtschaft in Arbeitsgruppen erarbeitet. Der slowenische Außenminister Miroslav Cera und Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer unterstreichen die Bedeutung des grenzübergreifenden Miteinanders. Der Warenaustausch zwischen der Steiermark und Sloweniens beträgt mittlerweile 1,1 Milliarden, ist wieder um 10% gestiegen im letzten Jahr und ist damit höher als der Warenaustausch zwischen Slowenien und den USA. Nur China liegt vorne. Das zeigt, dass wir gute Nachbarn sind, dass wir gut zusammenarbeiten und wir werden das auch auf dem Gebiet etwa des Umweltschutzes, Kröschko, des Katastrophenschutzes, des Rettungswesens, der Wirtschaft, der Universitäten, der Bildung, der Schulen weiterhin tun im Interesse beider Länder.